Wenn ich über Depressionen rede, meine ich nicht eine Krankheit. Es ist etwas Reales, es existiert, man kann es allerdings nicht genau definieren und festlegen. Dies und das ist Depression. Es hat eine Menge Gesichter. Und ich denke, dass die Depressionen, die ich habe, ab und zu, dass die relativ leicht sind. Es sind Depressionen, die bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen vorkommen. Dadurch, dass sie so leicht sind, hast du zum Beispiel den Vorteil, dass du dich vielleicht eher angesprochen fühlst durch dieses Video. Weil es wirklich sehr viele Menschen haben das. Nicht sehr viele Menschen haben die wirklich krassen Depressionen wegen wirklich krassen Ursprüngen im Gehirn, wie ich schon im letzten Video erklärt habe. Nicht jeder leidet darunter und deswegen, ich weiß nicht, wie diese Menschen sich fühlen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil ich es nicht erlebt habe, aber ich kann mir ganz genau vorstellen, wie meine Depressionen sind und deswegen erkläre ich dir das mal. Stell dir vor, du bist erkältet. Und wenn du erkältet bist, hast du überhaupt keine Energie, irgendwas zu machen. Du willst rumliegen und du hast auf nichts Lust. Das, was dir gestern Freude, als du gesund warst, Freude bereitet hat, bereitet dir heute keine Freude mehr. Du willst nichts gucken, du willst nur rumliegen und fühlst dich schwach und so. Nimm dieses Gefühl und das ist so, wie ich mich fühle, wenn ich depressiv bin. Ich habe auf nichts Lust, ich sitze nur rum und tue auch nichts. Ich schaffe nichts. In meiner depressiven Zeit, also es gibt Wochen, eine Woche, in der ich super motiviert und diszipliniert bin, da es macht mir auch Spaß und ich schaffe eine Menge Dinge. Und dann gibt es eine Woche, in der ich Depressionen habe und gar nichts passiert. Ich komme keinen Schritt weiter in meinem Leben. Gut, eine Woche ist auch eine kurze Zeit, aber in einer Woche kann man viel schaffen. Wenn du auch dieses Problem hast, möchte ich dir den Ratschlag geben, das zu akzeptieren. Es ist sehr wichtig, dass man sich da deswegen nicht kaputt macht, ja. Ich neige eher zu den Leuten, also ich gehöre zu den Leuten, die dazu neigen, sich selbst fertig zu machen dafür. Ist wieder eine Woche vergangen, diese blöden Depressionen und ich hätte es auch wegmachen können, ich hätte mich heilen können. Ich hätte so viel machen können, ja. Hätte, 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 hätte. Ist aber nicht passiert und akzeptiere das. Und mach es beim nächsten Mal besser. Mach es jetzt besser. Jetzt, wo du aus der Depression rauskommst, mach es jetzt besser. Schaffe jetzt das Doppelte, ja. Ist nur ein Vorschlag. Sehr wichtig ist es bei Depressionen zu akzeptieren, dass du sie hast. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt, um sie wegzubekommen. Ja, dagegen kämpfen führt nur zu noch mehr Selbsthass und Depression. Also Lustlosigkeit wie bei Erkältung. Das Ding ist aber, du weißt sogar, was du tun kannst dagegen. Und du hast nicht mal dazu Lust. Das ist total verrückt. Das ist absolut unlogisch. Also wenn man depressiv ist, lebt man nicht logisch, sondern rein emotional. Du weißt ganz genau, was du tun kannst dagegen. Ah, ich kann jetzt bewegen, ich kann jetzt ein Bild malen, ich könnte jetzt. Ich werde im nächsten Video alles erzählen, was ich dagegen mache. Aber in den schlimmsten Phasen der Depressionen, da hat man nicht mal darauf Lust. Das ist fast schon so, als würde man sich in seinem Elend wälzen. Und auch das muss man akzeptieren. Das Beste, was ich für mich tun konnte, was mich weiterbringt. Meine Depressionsphasen werden immer kürzer. Das heißt, irgendwas bringt mich weiter. Und ich habe gemerkt, dass diese Akzeptanz, Selbstakzeptanz, schon einen großen Schritt dazu beigetragen hat, also seinen großen Teil dazu beigetragen hat. Nun, Unterschiede zur Erkältung ist, dass man erstens nicht erkältet ist, dass man eigentlich die Energie hat. Man fühlt sich nur so, dass man keine Energie hat. Ich habe ja schon darüber gesagt, dass Depressionen in meiner Interpretation unterdrückte Energien sind. Wenn du nichts tust, obwohl du hättest was tun sollen, können, ja, müssen vielleicht, dass das dazu führt, dass die Energie dich von innen auffrisst. Das ist bildliche Sprache wieder, die ich hier verwende.
Und in Wirklichkeit hast du aber die Energie. Es fühlt sich aber so an, als hättest du keine. Das ist ein totaler Widerspruch. Du hast eine Menge Energie und sie will raus aus dir. Aber von außen fühlst du dich, als wärst du erkältet und du hast zu nichts Lust und so keine Energie. Und das ist irre. So fühlt man sich. Also wenn du einen Bekannten hast, der unter Depressionen leidet und du kannst ihn nicht verstehen. Guck mal, du bist nicht erkältet, aber du verhältst dich so, als wärst du erkältet. Komm, komm, steh auf und so. Es ist arschschwer, das zu überwinden. Man leidet unter einer Orientierungslosigkeit oder Ziellosigkeit. Letzte Woche hatte ich noch totale Pläne und Hoffnungen und das mache ich und das mache ich und das mache ich. Und wenn ich diese Woche unter Depression leide, dann denke ich, ja, macht das überhaupt alles Sinn? Das ist alles irgendwie, zu was soll das schon führen? Also man hat so einen richtigen jämmerlichen, pessimistischen, so eine jämmerliche, pessimistische Lebenseinstellung. Und man weiß, dass das nicht richtig ist, man weiß, dass man eigentlich anders ist, aber naja, es ist wie eine Krankheit. Noch ein großer Unterschied zu einer Erkältung ist, ich bin jetzt zum Beispiel erkältet, aber ich gucke raus und ich sehe grüne Bäume und rote Dächer und ich sehe bunte Farben auch in meiner Wohnung. Wenn du depressiv bist, sind die Farben nicht so grell. Sie sind es zwar physisch, aber sie werden anders von dir wahrgenommen. Alles ist etwas grauer, alles ist etwas farbenloser. Als hättest du bei einem Foto, in Photoshop zum Beispiel, so ein bisschen, so um 10 oder 20% die Farbe weggenommen. Und dunkler auch. Also die Sonne ist nicht ganz so hell. Wenn Menschen alt werden und sie erinnern sich an ihre Kindheit zurück, als sie glücklich waren und rumliefen und so viele schöne Emotionen hatten und sie denken, ach, das Gras war grüner. Es gibt ja diesen Spruch, ja, früher war alles besser, das Gras war grüner. Ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass diese Menschen älter werden und nach der Depression verfallen, ohne es zu merken. Und ihr ganzes Leben wird dann zu einer Depression, sodass sie glauben, ja, früher war alles besser und jetzt ist es einfach so, wie es ist. Nein, du hast einfach nur Depressionen. Einfach nur ist leicht dahergesagt, aber ja, du hast höchstwahrscheinlich Depressionen. So, und außerdem, wenn du erkältet bist, hast du keinen Appetit. Also normalerweise hat man da keinen Appetit, keinen Hunger. Das ist ein Zeichen dafür. Und wenn man dann wieder Hunger bekommt oder Appetit, dann ist es ein Zeichen, dass man gesünder wird. Wenn du depressiv bist, hast du Heißhunger auf Süßes und Fettiges vor allem. Und das führt zu meinen anderen Videos, wie man seine Erfüllung findet, nämlich wie der Körper versucht, das Loch in sich, in der Seele zu füllen, physisch zu füllen durch Essen. Und vor allem fettiges und süßes Essen gibt einem viel Energie. Das heißt, das ist ein Teufelskreis. Der Körper hat eine Menge Energie in sich, die raus möchte, aber nicht raus kann, weil man sie nicht lässt. Und man frisst und glaubt aber auch, dass er keine Energie hat, weil es sich so anfühlt, als hätte man keine Energie. Deswegen will er mehr Energie zu sich nehmen, Süßes und Fettiges, was die Energie im Inneren nur noch speichert und noch zu weiteren Depressionen führt, das Ganze noch schlimmer macht. Meine Theorie dazu, warum man sich so energielos fühlt, wenn man depressiv ist. Ich habe eine Theorie dazu. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht, aber das erklärt für mich ein paar Dinge. Stell dir vor, du tust jemandem weh. Noch besser, es ist ein geliebter Mensch und du tust ihm weh. Aus welchem Grund auch immer. Ja, und du wolltest diesem Menschen nicht wehtun, hast jetzt aber doch was Fieses gesagt. Ja, also in einem Streit oder sowas. Und dieser Mensch fühlt sich jetzt schlecht. Ja, ist verletzt. Und wie fühlst du dich? Denkst du, haha, alles gut, alles toll. Ah, dem oder der habe ich es gezeigt. Nee, du bist auch verletzt, du fühlst dich auch schlecht. Das ist dieses Gefühl, das hat was mit Spiegelneuronen zu tun, weil man sich in einen anderen Menschen hineinfühlt, mit Mitgefühl. Hat aber auch was von einer Lektion. Der Körper zeigt einem so nicht. Weil man sich schlecht fühlt, zeigt der Körper, ist es, das ist, neigt man dazu, es nicht nochmal zu machen.
Ja, das ist, wenn du auf eine heiße Herdplatte fasst. Das ist ein extremes Beispiel. Das tut weh. Nicht nochmal. Ja, Schmerzen sind so ein Zeichen dafür, dass man etwas lassen sollte. Oder sagt ein Kampfkünstler. Ja, Kampfkünstler haben sehr oft Schmerzen und wir machen es trotzdem immer wieder. Aber wir härten uns ab. Das ist eine andere Geschichte. Das Beispiel fällt mir einfach nur immer wieder ein. Ja, aber es geht letztendlich darum. Und warum man bei Depressionen sich so schlecht fühlt, ich glaube, das hat was mit unseren Vorfahren zu tun. Unsere Vorfahren, die Jäger und Sammler. Wir haben in kleinen Gruppen gelebt und hingen voneinander ab. Also es war wirklich, jeder war ein Teil von eines Großen. Und heute leben wir sehr bequem. Heute brauchen wir nicht so viel zu tun. Heute sind wir so viele, dass es schwerfällt, Gruppen zu bilden. Heute sind wir die ganze Rasse und getrennt durch die Medien und durch die Technologien, getrennt voneinander. Scheinbar vernetzt und dennoch menschlich getrennt voneinander. Und es ist nicht mehr so, dass so viele Menschen von dir abhängen. Wahrscheinlich nicht, also möglicherweise. Abhängen ist sowieso nicht gut, aber ne, du führst jetzt vielleicht nicht eine Menge Menschen an und du bist vielleicht nicht so ein essentieller Teil der Gesellschaft, obwohl jeder sein sollte. Man lebt bequem, man muss nicht mehr viel machen, der Sozialstaat kümmert sich um dich, selbst wenn du zur Arbeit gehst, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich musst du nicht in einer Kohlemine arbeiten. Ne? Mein Job ist relativ einfach. Das heißt, ja, also wir leben zu bequem heute. Früher war das nicht so bei unseren Vorfahren. Wenn jemand nicht jagen ging und nicht sammeln ging und nicht die Aufgaben erfüllte, dann wurde er geächtet von der gesamten Gruppe. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Ich kann es mir nur so denken. So wie ich Menschen kenne, das Tier Mensch kenne, ja, war es möglicherweise so. Der Mensch wird geächtet und verstoßen vielleicht sogar von der Gruppe. Das heißt, der Körper lernt, die ganze Zeit was zu tun, die ganze Zeit aktiv zu sein. Wenn du also heute nichts tust, weil du so ein bequemes Leben hast, dann musst nicht mehr so viel tun, kannst vom PC sitzen und Spiele zocken, dann fühlst du dich umso schlechter. Der Körper zeigt dir so nicht und raubt dir die Energie. Einfach nur damit du dich schlecht fühlst. Das ist ein Widerspruch in sich, aber naja, der Körper hat seine eigene Intelligenz, die ist nicht logisch, die ist emotional. Logisch wäre es natürlich, irgendwelche Schmerzen zu verursachen, aber eine Menge Energie geben, um diese Schmerzen dann bekämpfen zu können oder zumindest beseitigen zu können, nicht um sie bekämpfen. Ja? Ja, aber so ist es nun mal. Und das ist meine Interpretation. Eine Interpretation, eine sehr bildliche Interpretation, sehr fantasievolle. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Ich habe sowieso eine Menge Fantasien. Aber es gefällt mir so zu leben. Meine Fantasien und meine Ideen erklären mir mein Leben. Und wenn es mir hilft, dann ist es die Wahrheit für mich. Und wenn es dir hilft, dann ist es vielleicht auch eine Wahrheit für dich. Es liegt an dir, ob du es annimmst oder nicht. Also, so viel dazu. Jetzt habe ich dir in dem Video erklärt, wie es ist, depressiv zu sein, energielos, hat aber auch keine Lust, wirklich etwas zu tun. Heißhunger auf Süßes und Fettiges, was man unbedingt vermeiden sollte, weil das dann sonst zum Teufelskreis führt. Die Wahrnehmung der Farben ist nicht so bunt und nicht so hell. Und ja. Man muss es einfach akzeptieren. Wenn du Freunde hast, die depressiv sind, oder wenn du selber diese Symptome verspürst, aber noch nicht wusstest, dass du depressiv bist, wenn du jetzt denkst, oh nein, ich bin depressiv, es ändert nicht so eine Tatsache, dass es ohnehin schon so war. Wenn du jetzt Angst bekommst, oh nein, ich bin depressiv, das ist ja ganz schlimm, dann kann es sein, dass es noch schlimmer wird. Viel besser ist zu sagen, oh, das ist es also. Oh, okay, jetzt weiß ich es wenigstens. Freude. Ja. Ich freue mich, dass ich jetzt eine Antwort gefunden habe darauf, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Es kann aber auch eine Menge andere Gründe geben. Ne? Das ist nur eine mögliche Erklärung. Okay.
Im nächsten Video geht es darum, was ich gegen meine Depression mache, welche Wege es dazu, ich dazu gefunden habe und welche Wege bei mir funktionieren. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg.